Da sind wir wieder zurück mit Henry. Ich will nicht kommen. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Untergründe der Kanalisation. Da, wo Henry hingehört. Henry, vielleicht kommst du so wieder zurück in deine Wohnung. Durch die Rohre. Dann sieht er aber aus wie seine Wurmfreunde. Gehen wieder im hinteren Aufzug. Na, untere Taste, dann kommen wir wieder einmal ganz runter. Und nein, dieser Aufzug hat zwei Türen. Ich weiß, aber eine ging bei mir irgendwie nicht auf. Dann beginnen beide. Und wenn wir gleich unten sind, geht die Tür auf. Und wenn man hochfährt, geht die andere auf. Ja, das schon. Aber. Dann gehen doch beide auf. Verschiffen übers Land. Du bist nicht witzig. Ich weiß. Ich muss mir jedes Mal drüber lachen, weil du so. Ich weiß nicht, warum du einmal um die Weltkugel gehst, um nach Asien zu kommen. Nein, ich gehe schon in die richtige Richtung. Ich vergesse mir immer, dass da Land ist. Du baust ein Meer dazwischen. Ja. Du bist so doof. Keine. Tür mitten beim Gehen. So, meine Freunde. Jetzt ist der Spaß vorbei. Also hier muss ich einmal durch. Was ist das Ja. denn hier? Achso, das ist nichts. Die Läden Renn komme ich durch, hier nicht dir rein. passiert nichts. Die Läden komme ich hier nicht rein. Nein. Okay. Achso, hier ist es. Kommst du von der anderen Seite rein? Ja. Oh nö, ihr. Ja. Ihr Affen wählen und ich mache eine Beleidigung. Es sind ja Affen. Ja. Und da war der mit der Waffe. Er stand Und genau vor der Tür. da unten sind die Rollstühle. Ich höre sie. Sind die wirklich schon hier? Waren die nicht im Krankenhaus erst später? Okay. Es klingt, als würde jemand die ganze Zeit kurbeln. Henry, ich will immer James sagen. James oder Murphy will ich immer sagen. Nein. Und er hält sich mit seinem Schatten. Hallo. Wer bist denn du? Dich kenne ich ja noch nicht. Ja, ich stelle Henry immer ein bisschen sehr dumm vor. Da. Schauen wir, wie das aussieht, wenn sein Schatten rennt. Witzig, oder? Das sieht so geil aus. Das wäre irgendeine Kindersendung. Das sah genauso aus. Ja, Im Opening. genau. Ich komme noch nicht mehr drauf, wie diese Sendung hieß. Ich auch Es ist nicht. wie Da mit. war es nämlich genauso. Da rannte er und im Hintergrund rannte sein Schatten ihm Es ist wie hinterher. mit letztens bei irgendwas, sagt da irgendeine Figur, war immer so happy. Und das allererste, was er im Kopf hatte, ist. Warum bin ich so freundlich? Richtig. Und das hatte ich dann den ganzen Tag im Kopf. Dingsda Bumster Quack. Ich weiß seinen ganzen Namen nicht mehr. Ich auch nicht. Irgendwas mit H, dann ein schwerer Name, den ich mir einfach nicht merken kann. Und dann Quack. Okay, das war der Ventilator, Das aber. ist ein Ventilator, das ist kein. Später kommen hier die Geräuschstille. Hier? Ja, Wirklich hier? ja. Der Platz ist groß genug. Erstens, was ist das Schwarze hier? Zweitens, wozu braucht man so einen großen Platz? Werden hier Exorzismen Ja, dargestellt? Auch nicht vorgestellt. vollführt. Vollführt. Vollzogen, das wollte ich sagen. Vollzogen. Da seht ihr es. Hier ist Wasser. Da läuft irgendwas im Wasser. Aber hier geht keine Treppe runter. Doch, doch, da geht eine Treppe runter. Weil nur in die falsche Richtung geht. Ja. Hörst du auf zu winken? Das sind die Viecher. Ich hasse sie. Abgrundtief. Ja, die Kackwürmer.
mag sie auch nicht. Weil ich ständig in sie reinrenne. Was ist das denn? Es sieht aus, als würden hier Leichen liegen. Nur Abfall. Hier gibt es nichts Nützliches. Leg dich dazu. Oh, eine Tür. Und noch eine Tür. Gibt es hier noch eine Tür? Ja, und noch eine Tür. Ja. Kann ich durch alle drei Türen gehen? Zwei. Schade, dass es nicht sowas gibt, dass man hier die zum Beispiel zerhauen könnte und dann würde man was finden. Zwei kannst du. Das ist schon mal eine von ihnen. Oh! Eine Bar! Ja, so habe ich mir den Weg gemerkt. Treppe runter oder geradeaus? So habe ich mir den Weg gemerkt. Ich möchte die Axt haben. Dankeschön. Eine Axt mit kurzem Spiel. Da steht Stiel. Etwas kurz, aber wirkungsvoll und einfach zu verwenden. Ja, natürlich, Schlagwaffen sind immer einfach zu verwenden. Worauf guckst du die ganze Zeit? Die Würmer sind sehr interessant, ich weiß. Ja, sie winken sogar schon wieder. Die springen auch. Oh, die können springen? Ja, die springen von der Wand. Ich kenne nur, dass sie von der Decke fallen. Mm-mm. Ich habe das gesehen, wo ich an denen vorbeigelaufen bin. Da habe ich die auch beobachtet. Oder war das? Hier ist eine Notiz. Der Boss hat gesagt, dass diesmal die letzten vier Zahlen der Telefonnummer dieses Ladens die Nummer bilden. Aber die Telefonnummer steht auf dem Schild, auf dem Dach. Jeder, der South Ashfield Street kann sie sehen. Ist es wirklich in Ordnung? Ja, das weiß ja keiner. Oh, Billard! Da hinten hängt ein Würmchen dran. Oh, wir können sogar hier nach Hause! Ja. Das hat mir schon mal das Leben gerettet. Dann gucken wir jetzt direkt nach der Nummer. Hast du den Hinweis schon gekriegt? Ich hab doch gerade vorgelesen. Ja, gut. Den habe ich doch gerade vorgelesen. Dann dürften wir mit diesem Kapitel auch fertig sein. Glaube ich. Ich hatte das Ende schon... Ach nee, dann kommt erst das, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe. Ja, ich hatte das... Dahinter. Ich hatte das Ende schon gelesen gehabt, aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Außer, dass man da durch muss. Und dann hört es auch auf. In der anderen Tür, wenn ich da jetzt durchgegangen wäre, die zweite von den dreien, die aufgegangen wäre, was wäre denn da gewesen? Was? Aber die hat drei Türen durch. Zwei kann ich durch, sagst du mir. Ja. Die eine bin ich durchgegangen. Was wäre hinter der anderen gewesen? Irgendein Shop. Ich weiß nicht, welcher Shop. Irgendein Shop. Okay. Irgendwas Interessantes da? Da musst du irgendwas machen später. Okay. Aber das ist später. Mhm. Ja, mal gucken. Beim zweiten Mal erst. Mhm. Okay, dann ist ja jetzt noch nicht wichtig. Geh nicht hinaus, Water. Was macht er jetzt? Er schlurft wieder. So, was sind die letzten Zahlen? 3750. Gut. Ist nicht schwer. Reich mir mal Mischung rüber. Ach, thank you very much. Er sieht wirklich aus wie Wasser. Sag ich's nicht? Er schäumt nur am Anfang, wenn man ihn eingießt. Sag ich's nicht? Mhm. Und schmeckt's? Es schmeckt, aber das muss man schon wirklich für sich lieben, weil der schmeckt so intensiv. Steht ja auch darauf. Das kannst du nicht auf Dauer ertragen. Ich bin mit dem Auto da. Einen Schluck kannst du doch mal probieren. Ich habe das gerade im Mund. Warte, bis ich es aufhaue. Ne, am Anfang brennt es im Hals. Ich rieche es jetzt schon. Man riecht dauerhaft so. Was, meinst du, wie gut ich geschlafen habe heute Nacht? Den anderen habe ich nicht probiert. Gestern genug hatte vom Tee. Weil der schmeckt so intensiv. Mhm. Das ist schon widerlich.
Es wird so 10 Pfirsiche auf einmal essen. Also wäre ich, als hätten sie die Pfirsiche. Worauf guckst du denn wieder? Wieder ein Würmchen? Jetzt hätten sie die Pfirsiche destilliert. Ja, wieder ein Würmchen. Schönes Würmchen, ne? Es winkt dir sogar wieder. Lass mich in Ruhe, ich gehe an die Tür. 3, 7, 5. Null. Und es winkt wieder. Auf Wiedersehen, Würmchen. Ich weiß, ich gehe jetzt durch die Tür. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich stelle mich jetzt in den Tod. So. Und. Was war das? Oh, Geist! Ja, dich habe ich ja vorher. Aber wen massakriert ihr da oben? Wer fehlt denn noch? Richard. Richard, du blöde Drecksau. Ich hasse dich so abgrundtief. Ich glaube, so wie jeder. Schön, wie er unterhalb der Treppe mitläuft. Lauft. Keine Ahnung, deutsche Sprache, schwere Sprache. Tun sie immer. Um dann durch den Boden zu kommen. Ich kenne die Arschgeigen ja schon. Vor allem, wer bist du denn da? Der zweite da. Ja, das ist einmal Jasper. Und wie heißt du? Bernd? Nee, du bist Günther. Jasper und Günther. Das ist der, auch der, der wirklich wie Jasper aussieht. Es gibt ja einen, der sieht nicht genau aus wie Jasper, aber hat Ähnlichkeit mit ihm. Der ist jetzt Josef. Was ist das? Es ist die Tür Nummer 207 aus meinem Wohnblock. Ja, dann geh da durch. Tafeln fern, ja. Und durch. Dankeschön. Jetzt kommt ein nicht sehr schönes Bild. Richtig. Das Schlimmste kommt erst noch. Weißt du, was mit ihm passiert? Eigentlich dürfte er ja schon gar nichts mehr sagen. Nö, eigentlich nicht. Und das ist das Schlimmste, der Kleine ist dabei. Mhm. Komm, eben muss der Strom. Ich schaue schon genau wie er. Immer muss doch Stromausfall sein. Was war's zum Glück erst mit ihm? Aber normalerweise müsste er auch anders aussehen, nachdem er so gegrillt wurde. Mhm. Alaska pays people to live there. Wow. Alaska pays people to live there. Ja. Kann ich verstehen. Da will keiner leben. Wollen wir nach Alaska? Ja, klar. Wir gehen Rentiere züchten da. Ja. Schönes Bett, ne? Mal wieder. Ich habe aber den Aktenkoffer da noch nie gesehen. Hm. Warum haben wir auf einmal einen Aktenkoffer da? Da. Ich weiß. Ich entdecke immer wieder neues Zeug hier. Mhm. Beschissen ist das. So, damit sind wir auch in der Apartmentwelt vorbei. Looks like another one, Captain. Got one, 2, 1. Got his head. Da fehlt ein 1. Just like that case from 10 years ago. Sie haben ein 1 vergessen. Yeah, that Walter Sullivan case. Sie haben 1-2-1 gesagt, aber 1-1-1-2-1 stand da. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so. Yeah. Und wir haben keine Notiz. Nein. Wir haben keine Post. An uns denkt keiner.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass in der Apartmentwelt ein Krankenschwesternkostüm hängt? Mhm. Oh, sie ist weg. Ah, da ist sie. Mal wieder. Er trägt was anderes. Hey, hau mich ab! Damit beenden wir jetzt dann auch die Folge, damit das für uns spannend. Das heißt, dann auf Wiedersehen. Bye, bye.